Achtung, Achtung! Beim Schauen des folgenden Videos werden Sie einige Gehirnzellen verlieren. Kinder haften für ihre Eltern. Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Hallöchen! Und ja, herzlich willkommen zu hier, Schlacht um Mittelerde 2, Liga Deutsch 2022. Und krass, und ich, und mir wird die Ehre zuteil, das vorletzte Spiel der ersten Spiel des ersten Spieltages hier jetzt euch zu zeigen. Und zwar ist das Cowboy gegen Sauron auf der Karte Erich Viertes Age. Das ist eine Custom-Karte, erstellt von unserer geliebten Kartoffel. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt da einfach mal rein. Und werden den Timer gleich starten. Sobald halt, also ja, 30 Minuten haben und so, kennt ihr Jan? Kenn ich, kennt ihr? Kennen wir doch alle. So, okay, wir sehen schon mal Elben und ich stelle mir den Scroll Speed kurz runter, dafür wird der Timer jetzt auch pausiert. So. Okay. Wir haben hier Cowboy mit einer Elbenfestung. Was macht er denn hier? Bäumchen, Bäumchen, okay. Und wir haben Sauron mit einer Zwergenfestung. Was macht er hier? Minenschächtle, Hüter. Okay. Erich Viertes Age. Ich kenne die Karte actually nicht, deswegen. Spinnies, Wagis, Trollies, Orkies. Nichts zum Erobern. Und ja, ist halt eine 1 gegen 1 Karte, deswegen ist das hier gemauert. Aber nichts zu erobern, soweit ich sehe. Hier gibt es aber Dunit ein. Und irgendwas hier ist anklickbar, glaube ich. Ne, okay. Und hier ist auch noch irgendwas, zeigt mir die Minimap. Hier ist irgendeine Entity. Oder das, dieser Stein zählt tatsächlich als Entität. Jedenfalls, what the heck? 18? 18! Boah, ich bin gut. Warum nur 8? What the andere Heck? Das ist. Achso, ja gut. Hier, ne? Gegen die Minenschächte am Scoutbaum. Schlau, schlau. Ja, 2 Bäumchen, Kaserne, Scoutbaum, Bogenschützen. Hat der jetzt schon Zirkel gescoutet oder? Ja, hat der. Guck mal, die Bogenschützen Lorenz machen sich gerade bereit. Ja, da hat der Zirkel gescoutet, macht jetzt hier einen Scoutbaum. Und what the? Tut das nicht, meine Freunde, tut das nicht. Da ist noch Platz. Hier oben ist noch. Ah, so ungefähr hier ist noch Platz. Das wird aber jetzt ein sehr offensiver Baum. Hier ist noch Platz, hier ist noch Platz. Guck mal, da kommen halt so viele Minen setzen. Warum gerade da? Warum da? Ah, mein Herz. Das arme Herz des Schäfis. Okay. Was wird hier? Creep mit dem Baumeister. Oh, gut alte Taktik. Verliert ihr den Baumeister? Würdet ihr den Baumeister verlieren? Heißt, der Wag ist tot. Okay, der Wag hat einen Wendekreis wie ein T-Rex. What the heck? Der hat Akku verloren. Der Rage Buff. 17 sag ich. 19. Oh. Immerhin schon mal mehr als der hier. Ja, Baumeister, der Baumeister würde jetzt nicht rumstehen, wenn die hier alle mehr als 20 hätten. Guck mal, der hat jetzt auch nur 23. Der hat schon 2 verloren. Nur wegen dem hier und dem hier. Und das einfach nur, dass hier ist ja trotzdem der dominante Minenschacht, sonst würde er nicht 23 produzieren. Aber weil halt hier Gebäude stehen, macht er weniger, weil da weniger Ressourcenfläche jetzt ist. Guck mal, der hier macht 20. 20 ist okay. 20 akzeptiere ich, aber nicht das hier. Wer da kommt jetzt noch einer? Gucken wir mal hier runter. Bogenschützen, Schwertkrieger, Bogenschützen, Schwertkrieger in Produktion. Es gibt hier dieses sogenannte Tunnelsystem. Das kann man benutzen, damit man schnell von A nach B kommt als Zwerg. Dann ist das hier makrotechnisch ein komplettes Fiasko. Also von der Zwergenseite aus.
Und damit ist natürlich auch dann klar, dass das Gebäude weggeht, weil. Ah, was habe ich da gerade gesehen? 17? 17. 14. Oh Gott. Hier wird es auch schon weniger. Ist auch nur noch 22. Schießstand. Schießstand kann man machen. Schießstand ist okay. Streitwagen sind besser, aber Schießstand ist okay. Streitwagen sind auch teurer und alles. Ja, einfache Rampe wäre bestimmt auch okay, aber die ist ein bisschen langsam. Wird schwierig. Muss man Maikun. Und auch gegen Maikun. Karte wird leer gecreept. Gibt es irgendwie irgendwas? Nö. Aber hier. Oh. Hier wird. Das Zwergenbataillon will die Elben töten. Tod allen Elben. Kommt nur nicht hinterher, weil langsam und so, ne? Oh, jetzt wird gecreept. Ich will weiter Minenschächte begutachten. Das ist viel lustiger. Ja, noch keinen neuen gebaut. Okay. Na, guck mal weiter zu, wie jetzt mit zwei Horden gecreept wird. Oh, der Creep Overkill. Anstatt einen hier hochzuschicken. Nee, nee. Muss man mit zwei Horden hier unten creepen. Oh. Der Creep wird unterbrochen. Der Creep wird einfach geklaut. Ah. Das können die Zwerge nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Selbst der Sammelruf nicht. Weil Bogenschützen. Eine klassische Taktik hier mit Defensiv, Offensiv. Jetzt ist Offensiv, Offensiv, okay. Und halt dir. Boah, ich wusste es doch. Ja. Ach ja, man kann hier mit Mauspad, Numpad. Warum? Also, Schmiede, okay. Schmiede ist okay, aber warum? Hier. Da ist Platz. Hier ist Platz. Hier kann man. Guck mal, da ist doch. Als wäre das gemacht dafür. So schön alle Ausgänge in diese Richtung. Und dann hier die Schmiede hin. Schön auch mit Ausgang dorthin. Und dann kann man da so eine Bahn bauen. Und. Hier kann euch mal die Festung annähernd hinschießen. Festungsrange geht. Wenn ich mir so einen Kreis vorstelle. Ich glaube, die Ecken nimmt er nicht ganz mit. Ich glaube, Festungsrange geht so bis hier. Also halt mit dem Rand des Bodens. Jetzt hier nicht unbedingt an die Ecke, glaube ich. Aber auf jeden Fall nicht dorthin. Guck mal, hier Elbenfestung. Dahin kann die Festung locker schießen. Ich glaube, bis hierhin kann die Elbenfestung schießen. So leicht aus dem Kreis raus. Aber was ist das? Wurde schon auf Stufe 2 gewascht, okay. Und jetzt werden Streitwagen. Streitwagen sind okay. Streitwagen akzeptiere ich. Da kommen sogar Reiter, aber keine Piken. Also da muss man mit den Reitern schon gut den Streitwagen block mal kuren. Sonst wird ein bisschen aua aua. Du brauchst jetzt nicht hier Minenschachteln. Okay, meine Freunde. Wir dürfen. Ich öffne Schäfis Ratespiel. Mr. Minenschacht, wie viel wirst du produzieren? 15? 18? 17? Ich sag 17. Ich glaube, ich bin noch zu hoch. 15. 15. Guck mal, mein erster Guess war richtig. Wer kommt hier? Fanuel, Elbenkönig. Der König von Midland. Midland? Fast Düsterwald. Was ist eigentlich Gilgalad? Gilgalad. Wer kommt hier? Der Pikenmann. Pikenmann, Pikenmann, das whatever, Pikenmann, das. Wer kommt hier? Streitwagen. Okay. Da kommt. Ei! Arwen? Ah, Arwen mit den Bruchteilreitern. Okay. Kann man machen. Hat hier so eine hübsche Führerschaft für Kavallerie. 25% Armor und 25% Experience. Oh, jetzt wird hier umgequebt. Finally. Kann man auch überhaupt nicht schon mit denen hier machen. Nee, nee. Dafür braucht man erst einen Pikentrupp. Aha, Streitwagen. Das ist mutig hier von der Elbenarmee. Axtwerfer auf die Streitwagen. Das sind so zwei Streitwagen. Oh, wie fand die. Oh, das Split. Das Split war schön, würden die Wären die Streitwagen auch nur ein bisschen einzeln gemalkurt, dann. Dann wäre das immer noch Int, aber
Dadurch, dass die Streitwagen halt einfach nicht gemeikelt sind. Ah, weg sind sie. Wenn das die ganze Armee auf einen Reiter bat. Ja, und da können wir jetzt einfach drüber reiten. Ja, weg. Tschüss. Und weg sind die Reiter. Na gut, ein bisschen sterben sie. Guck, nochmal zurückreiten einfach. Einfach nur, weil es geht. Mein Handy hat vibriert. Einfach nur, weil es geht. Es ist ein bisschen windig, hat mein Handy geschrieben. Es ist noch nicht mal windig. Das ist Reitermobbing hier, was hier betrieben wird. Cowboy, you can't do that. That's too mean. Was hat hier gemacht? Adlerhorst. Der Horst. Der Horst, meine Freunde. Habe ich denn nur 14 Grad gelesen? Ja gut, wegen dem Gang hier, ne? 11. 11. Ei, Hilfe. Oder ist das, weil der schon das Baummonopol hat? Ja, ein Stufe 2 Baum macht keine 20 normalerweise. Der hat schon das Baummonopol, deswegen macht er weniger. Ja, der hier müsste eigentlich 20 oder so machen, macht nur 17. Das liegt am Baummonopol, weil einfach viel zu viele Bäume auf der Karte sind und viel zu viele Minen, viel zu wenige Minenschächte. Und auch viel zu komische Minenschächte. I mean, 15. 14. Der hier ist okay. Den nehme ich. 17. Ist immer noch schlecht, aber nehme ich. Also ist eigentlich nicht schlecht, aber halt dadurch, dass der hier, glaube ich, zuerst kam, macht der hier nichts. Aber der hätte eigentlich okay. 16 nur noch. Okay, er macht immer weniger. Oh, endlich einer mit 25. Jetzt wieder 17. Ist so 16,5 oder so. Ja, okay. Geht halt nicht, ja. Er ist halt schon eingeengt. Das ist eigentlich schon GG. Was? Achso, Herr Frandl macht immer noch Mobbing hier. Oh komm, auf den Baumeister. Snipe den Baumeister. Junge, snipe den Baumeister. Okay, er snipe nicht immer. Er benutzt das Minenschachtsystem. Wenn er schlau ist, ist er Minenschachtsystem benutzt, um die Axtwerfer hier hinten und ihn einfach einkesseln, ne? Aber... ja, ich glaube, das ist nicht im Bereich der Möglichkeiten des von Sauron, den jetzt intelligent einzukesseln. Ist aber auch schon eine schwere Taktik, muss ich sagen. Kommt denn hier? Ach, Guahir. Also, nee, ist einfach nur ein Adler. Ist gar nicht Guahir, aber ist halt Adler, ne? Alderaan. Ich nenne dich jetzt Alderaan. Ja, wenn Alderaan gut Stress machen kann, dann wird's lustig. Alderaan! Oh. Alle tot. Da wird nochmal Song geblasen. Um die Toten zu ehren. Zu ehren, habe ich gesagt. Zu Ehrenjägern. Ja, jetzt mit dem allmächtigen Hornbuff wird nichts gemacht. Das Zwergenhorn, um nichts zu tun. So, wie viel macht der hier oben? 17. 17 ist okay für die Position, die er da hat. Eine Statue wird gebaut, um den Sieg des Adlers zu feiern über die großen Zwergenhorden. Ja, und... ja. Wird jetzt die Schmiede gebaut endlich? Ja, eine Schmiede, oh Gott. Schon nochmal aufbauen, mit Silber dann überrennen. Warum werden eigentlich die Spinnen nicht gequält hat? Cowboy, do you have arachnophobia? Looks like it. Ui, die Verteidigung der mächtigen Zwergenfraktion. Ölfässer wurden gebaut. Ein Katapult wurde errichtet. Festungen, Türme. Wie sollen die Elben da noch durchkommen? Das ist doch gar nicht möglich. Das ist ein Ding der Möglichkeit, jetzt diese Verteidigung zu durchbrechen. Das Banner-Upgrade. Die mächtigen Banner Erebors. Ist das überhaupt ein Erebor-Banner? Ich weiß es doch nicht. Alderaan macht Stress.
34 auf Stufe 3 ist. Oh, Feuerkatapult, Alter. Geschmierte Klinge einer Festung erforscht. Mit Bombardieren auf den eigenen Minenschacht. Gleich hast du ihn getroffen. Nein, daneben. Du musst ihn schießen. Jedenfalls bombardiert er gerade ins Nix. Oh, die Mauern. Ja. Gleich einmal. Eigentlich war er schon ein Treffer. Okay, bombardiert jetzt nicht mehr. Alderon fliegt rum, greift ein bisschen an, kuschelt. Plus 13. Der hat auch mal mehr gemacht. Der hat mal 15 gemacht. Oder? Nee, der hat mal 18 gemacht. Der wird aber noch. Oh, Sammelruf. Auf die Festung. Powerplay. Jetzt raus da. Sammelruf, die Festung. Soll sich bewegen. Sie hat jetzt einen Damage-Buff drin. Ein Endfing mitgebaut. Okay. Ein Endfing, Alter. Stehen die Silberdornpfeile schon? Nö. Wo bleiben die Silberdornpfeile? Johnny! Ach, das ist auch Stufe 1 wieder. Frech. Ich krieg gerade schon mehr Vibes vom letzten Game. Wir sind 15 Minuten drin und es ist noch nicht. Und es ist eigentlich nur eine Rumstehschlacht. Oh, mächtiges Katapult, okay. Er hat Vision. Er hat Vision. Er muss das Katapult nur noch einsetzen. Dann gibt es vielleicht noch den Hauch einer Chance. Es war geldtechnisch natürlich etwas weit hinten, was das so. Oh, mächtiges Katapult wurde anscheinend gescoutet. Dann bringt man sich schnell mal in Sicherheit. Warum bist du gerade aufgeploppt, Mr. Baum? Plus 28. Plus 16. Oh, er ist ja auf Stufe 2 der Minenschacht. Hat er gleich 3 Ressourcen mehr dazu bekommen. Wie lange schießt er jetzt eigentlich da schon drauf? Oh. 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 Nein, die Piken! Und die. Lol, hier gibt's Überlebende. Ein paar Piken hat's erwischt, ein paar Schwerkrieger hat's erwischt, das war's. So, mächtiges Katapult auf Cooldown. Angriff. Währenddessen, Fanduel hat fast den Minenschacht zerstört. Oh, der Adler klaut einfach den Minenschacht und opfert sich dafür. Alderon, wie kannst du nur? Oh, schön symmetrisch gebaut, okay. Die auch schön symmetrisch gebaut, einfach alles mit Turm voll geklatscht. Gibt's eigentlich schon Ends? Ja, 2 Stück. Dann sollen die mal schießen, werfen, schmeißen, was auch immer. Naja, gut. Der Baumeister ist übrigens immer noch im Mietschacht. Der wurde anscheinend darin vergessen. Oh, bombardieren? Ja, fast schon annähernd so weit geschossen, dass man es daneben nennen könnte. Aktuell ist es noch schlimmer als auch nur daneben. Werden hier eigentlich einmal Upgrades erforscht oder eher weniger? 3500 Geld. Mit diesen schmerzlichen Minenschichten, die nichts produzieren. Oh. Oh, ja, der Berg. Der Berg muss natürlich weg. Da muss natürlich drauf bombardiert werden. Der steht im Weg. Wahrscheinlich hat, weil er zerrt ist, hat er jetzt in diesem Berg drin Erze gerochen. Und die Erze will er jetzt gerade freispringen. Alter, das ist ja hier. Ein richtiges Play von Sauron. Und da drin sind jetzt dann die Schätze. Die mächtigen Schätze der Zwergen. Des Zwergenreiches. Elrond? Nee, nochmal ein Adler. Alderon ist tot. Das heißt, du bist jetzt Alderan. Du bist das Alderan-System. Fehlt noch die
fehlt noch der Todesstern. Okay, zwei Bäume im Norden, ein Baum im Süden und einer durch die Mitte. Achtung, halt dir, du läufst durchs Minenfeld. Juckt ihn einfach nicht. Oh, Arwen. Reiter vom Bruchtal, durch die Piken. Und nochmal zurück. Doch nicht durch die Piken, schade. Es sind deshalb alle, es sind mehr als ihr. Oh, die Stufe 3 Minenschacht verteilt sich aber selbst. Ein Sammelruf wurde gesetzt. Nun die halbe Zwergenarmee rein. Die andere Hälfte kämpft ja noch nicht mal. Oh, Wald. Ich glaube, das ist die epischste Szene der Schlacht. Das wird ein Screenshot. So, Thumbnail gemacht. Warte, ich will den Mauszeiger raus haben. Warte, ich will nicht. Ich weiß. Ah, schwierig jetzt ohne das Matchup zu. Warte, ich habe eine Idee. So, ich habe ein paar Screenshots gemacht. Hat der da. Ach, die Ölfässer, Alter. Okay. Von oben schießen Ents, von unten schießen Ents. Durch die Mitte greifen Ents an. Wir sind bei 20 Minuten, meine Freunde. Ich glaube nicht, dass das über 30 Minuten gehen wird. Der Minenschacht da unten wird noch gnädigerweise am Leben gelassen. Zwei Gebäude noch. Oh, der Baumeister. Der Baumeister wird das rennen. Der Baumeister ist tot. Es ist noch ein Baumeister im Minenschacht. Der kann noch evakuiert werden. Der wurde vor ungefähr 15 Minuten da reingelegt und nie wieder rausgenommen. Sauron spielt so gut. Er hat sich selbst gehandicapt. Er hat nur mit einem Baumeister gespielt. Nur deswegen wird Sauron in dieser Schlacht die Niederlage von sich tragen. Ich glaube, wenn er mit zwei Baumeistern gespielt hätte, hätte er gewonnen. 20 Minuten, 47 Sekunden, 38 Millisekunden. Oder Hundertstel Sekunden, eher so. Das war's dann mit der vorletzten Runde des ersten Spieltages. Morgen kommt mein Schattenmeister-Match. Kommentiert von theoretisch Sir Gollum, aber praktisch weiß ich es gar nicht. Und dann, ja, viel Spaß dann am morgigen Tage. Tschüss.